Nur ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Und zwar wollten wir demnächst ein Q&A hier auf YouTube machen. Und dafür brauchen wir eure Fragen. Und ich habe es irgendwie voll vergessen, in diesem Vlog danach zu fragen. Also stellt sie gerne unter diesem Video. Was möchtet ihr gerne wissen? Und dann wird das unser Jahresabschlussvideo wahrscheinlich. Das war's auch schon. Jetzt kann es losgehen. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Samstagabend und wir gehen heute auf den Weihnachtsmarkt. Erste Mal in diesem Jahr. Ja, Laura, wird auch Zeit. 10. Dezember heute. War letztes Jahr? Weiß ich nicht, da war Corona, waren wir da? Eben, ich glaube, da waren so viele Beschränkungen. Ich glaube, wir waren gar nicht. Oh. Ja, es ist auf jeden Fall lange her. Ich freue mich auf meine Champignons in Knoblauchsoße. Und ja, wir hatten heute Besuch. Mein Papa und seine Partnerin waren da. Und Papa und ich haben wieder das Projekt von diesem kleinen Schminktisch sind wir angegangen. Hier seht ihr das. Vielleicht erinnert ihr euch, der war ja komplett schwarz. Jetzt ist der zum zweiten Mal ganz runterpoliert, geschliffen. Mal schauen, wie es aussehen wird, wenn wir wieder da sind. Es wird dann fertig werden, wenn ihr zurück seid. Auf alle Fälle. Und was ich, glaube ich, gerade nicht geschafft habe zu sagen, wir besuchen Laura und Brandon heute in Köln. In ihrer neuen Wohnung. Die beiden sind diese Woche umgezogen und haben uns eingeladen. Und ich bin schon so gespannt, alles zu sehen. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Also wir haben jetzt endlich Laura und Brandon gefunden. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo Henrik ist. Henriks Laune ist gerade etwas gesunken. Aber Laura ist ja so süß, hier ist es so voll und sie schimmert die ganze Zeit so die Hand vor meinem Bauch. Nein, so, du musst es zeigen. So, so eine Schranke. Damit keiner da geht. Mit Sicherheitsabstand. Sie sagt, sie ist mein Bodyguard. Ich sag, sie hat echt nicht die Statur für einen Bodyguard. Trotzdem, ich bemühe mich. Love I live, the dream I knew, this Christmas I only want. Also ich bin hier gerade ein bisschen sprachlos und mir kommen schon wieder die Tränen. Schaut mal. Oh. Wie schön ist das bitte alles. Danke, danke, danke. Oh. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen am nächsten Tag. Boah, wir sind gestern, ich glaube, um 2:30 im Bett gewesen. Und irgendwie bin ich trotzdem um 7 Uhr wach geworden, weil das immer meine Zeit ist, wenn ich wach werde. Das heißt, aktuell bin ich noch sehr fit, aber im Laufe des Tages wird sich das wahrscheinlich ändern. Auf jeden Fall, mein Papa und seine Partnerin sind gerade gefahren und ich habe mal hier die Geschenke von Laura und Brandon ausgebreitet und wollte euch die mal zeigen. Das ist ja so herzallerliebst. Das finde ich ja besonders niedlich. Ich glaube, das ist auch so das Einzige, meinte Laura, was sie in so Neugeborenengröße geholt hat, weil sie schon wusste, dass ich ja schon ganz viel habe und der Rest ist dann in etwas größeren Größen. Ich finde ja allein die Bügel total niedlich. Total cute. Was ist dann schon Größe? Was ist denn? 71. Ach, sehr, sehr süß. Ein kleines Schlabberlätzchen. Die Bücher sind dann natürlich auch schon für etwas später, aber ganz, ganz toll. Ein Tierfühlbuch. Hier auch so ein kleines Bilderbuch. Die haben mich sofort an Windows und Fridolin erinnert. Der hier an Ramiro. Das ist so ein unkaputtbar Buch. Scheinbar, weiß ich auch nicht, ist es sehr widerstandsfähig. Und das ist ja so schön. Da haben wir uns gestern hingesetzt und das tatsächlich komplett noch gelesen. Das ist jetzt nicht so viel Text, aber die Illustrationen sind ganz toll und die Message. Ganz tolles Buch. Sind ja eigentlich so die schönsten Kinderbücher, so wie Kinderfilme auch, wenn sie irgendwie auch Erwachsene richtig berühren. Und das ist so ein Buch, das einen eigentlich von der Schwangerschaft an bis zum 18. Lebensjahr begleitet, wo man dann eben als Eltern so reinschreibt. Und wenn wir das durchziehen und unserem Kleinen dann zum 18. schenken, ich glaube, das wäre wirklich richtig cool. Dann haben wir hier noch ein paar Säckchen und dieses super süß. Ein kleines Schüchchen. Hilfe. Ein paar so Holzspielsachen. Der hier, der singt auch so ein kleines Gute-Nacht-Lied. Und dann haben wir hier noch so einen süßen Holzbeißring. Ich glaube, das ist dann für, wenn die Kinder zahmen, oder?
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich weiß noch, als mein Bruder in dieser Phase war. Jetzt kommen nämlich immer so viele Erinnerungen aus der Zeit wieder. Da hatte der auch immer so Beißringe, aber das waren dann so, glaube ich, nicht aus Holz, sondern so Gummiteile, die hat man in den Kühlschrank getan, dann musste der darauf rumkauen. Weiß nicht, wieso ich jetzt so random diese Info hier komme. Räumen wir das jetzt mal alles ein, Fridolin? Nee, nein, du hilfst nicht, du hilfst nie. Du liegst einfach nur wie so ein Pascha hier rum, wie es sich für eine Katze gehört. Jo. Jo, Sweetie, oh Gott. Oh, ist jetzt Kuschelzeit? Willst du ein eifersüchtiges Kätzchen sein, wenn das Baby da ist? Oh, was ist für ein tolles Kätzchen aus dir geworden? Richtige Schmusekatze. Du warst so ein Schisser noch vor 2 Jahren. Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass ich dich nicht fresse. Wer wird noch, bevor das Baby kommt, entwurmt? Und alle Parasiten kommen dann raus? Das bist du und dein Brudi. Hallo und herzlich willkommen am nächsten Tag. Gott, warum hat unser Kind denn so eine furchtbare Stimme? Mein Papa muss jetzt ein Regal aufbauen, obwohl er keine Lust hat, und Mami wird's filmen. Das freut sie sehr und dann kriege ich viele Endorphine ab. Ich will mitmachen. Hallo, hier oben, ich will mitmachen, ich will helfen. Ach so, oh Gott, beim Aufbauen? Ja. Nee, kein schweres Leben für dich. Wieder mit solchen Kommentaren. Sonst male ich dich an. Nein, weg aus. Gib mal einmal dem Mann die Kamera in die Hand. Okay. Ich freue mich tatsächlich sehr, weil endlich diese TV-Kommode angekommen ist. In 6 Paketen. Ich habe irgendwie nicht richtig realisiert, dass wir die selbst aufbauen müssen. Aber das macht ja eigentlich immer Spaß. Mir macht das alles nichts aus, wenn du normalerweise nie irgendein Möbelstück aufbaust. Das stimmt nicht. Du hast 2 Sachen im Laufe unserer Beziehung jemals aufgebaut. Das ist schon beide egal. Auseinandergefallen. Das ist kein Scheiß. Ist nicht auseinandergefallen. Doch. Hast nur die Schrauben nachgezogen. Ach nee, die Schraube ist ja rausgefallen und dann gegen die ganzen Leiste weiter. Hey Findus, jetzt passiert etwas, was dich bestimmt irgendwie sehr aus der Bahn werfen wird. Also da kommt das dann hin. Wir haben es auch passgenau abgemessen. Das ist halt so eine Seite, Tilco heißen die, bei denen man wirklich alles maßgenau so planen kann. Also hoffe ich, wir haben das richtig gemacht. Fertig! Und das in einer sagenhaften 1 Stunde und 10 Minuten. War eine sehr gute Anleitung, ne? Ja, das hat ganz hervorragend funktioniert. Das Einzige, woran wir noch nicht gedacht haben bei der Bestellung, ist bei den geschlossenen Elementen auch so Kabellöcher mit zu bestellen. Die sind jetzt nämlich alle mit der Rückwand geschlossen. Und wir überlegen gerade, wie wir das jetzt mit den Kabeln lösen. Wobei es vielleicht für unseren Router eh besser ist, wenn der im Offenen steht und wir irgendwie Bücher davor stellen oder so, weil der irgendwie immer so überhitzt. Ah, da haben wir auf jeden Fall eine schöne Aufgabe für heute Abend. Und morgen zeige ich euch dann das ganz fertige Ergebnis. Aber es gefällt mir wirklich sehr gut. Bin froh, dass der Fernseher jetzt nicht mehr auf dem Boden steht. Ja, viel angenehmer. Ja, wir hatten vorher auch echt nur so ein ganz kleines TV-Board. Kann ich euch mal hier einblenden, das Foto. Da waren nur unten in der Schublade ganz, ganz viele DVDs, die wir eh seit Jahren nicht mehr benutzt haben, weil wer guckt noch DVDs? Und jetzt haben wir mehr Platz für den Stauraum. Das ist gut. Ich stehe gleich noch den Fernseher drauf und mache so ein paar Dinge fertig. Hallo, guten Morgen. Es ist 2 Tage später, nicht der nächste Tag. Ich erzähle euch gleich warum, aber das Regal ist jetzt halbwegs eingeräumt. Also tatsächlich haben wir eigentlich nur 4 von diesen geschlossenen Fächern füllen können, weil wir irgendwie nicht genug Kram haben. Und dann wusste ich nicht mehr, was wir da reinstellen sollen. Es fehlt auch eigentlich nur noch dieser Hocker von dem Sofa. Dauert irgendwie so lang, aber ansonsten finde ich es echt so, so schön. Sehr gemütlich. Also fühle mich hier sehr wohl.
Ja, es wird ja wirklich immer spannender. Gestern war, ich glaube, der allererste Tag in der gesamten Schwangerschaft, also in 9 Monaten, an dem ich einfach nur den ganzen Tag im Bett lag, mit einer Ausnahme. Ich habe mich dann noch zum Yoga am Nachmittag aufgerafft, weil das immer so gut tut und jetzt nicht so wahnsinnig anstrengend ist. Aber ansonsten hatte ich erstens das Gefühl, dass sich da irgendwie eine Erkältung bei mir zusammenbraut, was echt jetzt richtig blöd gewesen wäre, aber mir geht's richtig gut, also falscher Alarm. Oder vielleicht war da was, aber der Körper hat es irgendwie bekämpft gestern. Ich hatte im Prinzip den ganzen Tag mit kleinen Abständen immer mal wieder so Senkwehen oder Übungswehen. Ich weiß es nicht, es war nämlich kein Ziehen eigentlich im Unterleib, aber der Bauch wurde halt immer ganz hart und es war schon nochmal intensiver als die letzten Male, also letzte Woche hatte ich das jetzt zum ersten Mal mit den Senkwehen und es ist so spannend. Wirklich, ich finde das irgendwie unfassbar faszinierend, was der Körper da macht und was da ja für eine Kraft irgendwie hintersteckt. Und man kann es ja absolut gar nicht selbst irgendwie beeinflussen. Das passiert einfach und mir ist schon klar, dass das nur so ein kleiner Bruchteil von dem ist, was dann auch kommt, was mich irgendwie noch aufgeregter macht. Als ich letzte Woche bei der Hebamme war, meinte sie, also man kann da zwar kein Datum dran setzen, aber ihre Statistik ist sozusagen, dass es bei Erstgebärenden vom ersten Einsetzen der Senkwehen bis zur Geburt so Pi mal Daumen 4 Wochen dauert. Was so ungefähr mit dem ET auskommen würde, also unser Kleiner würde dann Anfang Januar kommen, was mir sehr gut passen würde. Das ist auch so, was ich eigentlich die ganze Zeit im Kopf habe. Nicht, dass man das planen kann, er kommt, weil er kommt, ist mir schon klar, aber ich fände es richtig gut. Weil ich mir denke, oh Gott, wenn der jetzt irgendwie am 25., 26. geboren wird, das bezahlt er mir ja sein Leben lang nicht. So. Das ist ja voll das doofe Datum für einen Geburtstag, oder nicht? Außerdem, ja, habe ich noch Dinge vor. Ja, auf jeden Fall wären das dann jetzt noch so 3 Wochen und es ist irgendwie voll abgefahren. Also ich muss sagen, das dritte Trimester, das ist schon so das anstrengendste auf jeden Fall. Aber es ist auch irgendwie so das coolste bisher, weil man fühlt das Kind so stark. Es ist unglaublich. Diese Bewegungen, also wie viel Kraft dieser kleine Mensch schon hat, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe meine Hand halt so richtig, wirklich ganz stark so auf den Bauch abgelegt. Und der kann die einfach verschieben schon jetzt mit seinen kleinen Füßchen. Und ich freue mich so auf diesen Tag. Und ich muss sagen, so vor ein paar Wochen zwischendurch hatte ich schon so, nicht Angst, aber halt so diese Bedenken, so was ist, wenn das und das passiert und wenn das und das passiert. Und keine Ahnung. Und jetzt bin ich, glaube ich, so voller Hormone, dass es, ich bin so in so einer Bubble, in so einer Zone, so irgendwie kann mir nichts was, wisst ihr, was ich meine? Es ist wirklich faszinierend, was der Körper sich da so hat einfallen lassen, ja. Außerdem muss ich jetzt gleich auch noch zu Ramiro, weil der erkältet ist. Also wir werden mal gucken, was die Tierärztin gleich sagt, die war jetzt am Dienstag auch da und da hatte er so Schnupfen und ein bisschen Husten, da hatte ich mir so Sorgen gemacht, aber sie guckt jetzt heute nochmal drüber, meinte, an den Lungen wäre nichts, das ist schon mal gut. Und Henrik wird dann ihn auch so ein bisschen bewegen, weil das soll man auf jeden Fall immer noch weiterhin machen. Also so ein bisschen Schritt und Trab, damit sich da nichts festsetzt, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja, also es sieht auf jeden Fall besser aus. Die Nase ist nicht mehr so ekelhaft rotzig. Also er hatte wirklich noch vor 2 Tagen die gesamten Nüstern voller Schleim. So. Ja, aber bisschen was ist da auf jeden Fall noch. Das hört man. Ja, aber es wird besser. Hm? Gleich schaut sich der Tierarzt ihn nochmal an und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich laufe jetzt ein bisschen mit ihm, bis der Tierarzt ihn sich anschaut. Dann reitet Henrik noch ein bisschen locker Trab und Schritt. Aber jetzt gehen wir erstmal. Oh. Er hält immer bei dir an. So ein Sweetie bist du. Ja. Könnte ja ein Leckerchen für dich abfallen. Oh, was war das für ein Wort? Leckerchen?
Das einzige Wort, das alle unsere Haustiere verstehen. Oh, ich freue mich gerade so sehr. Der Tierarzt hat Ramiro abgehört und es ist schon wirklich viel, viel besser. Er soll jetzt einfach nur diesen Schleimlöser weiterbekommen. Kein Antibiotikum, was ich auch gut finde. Ich bin eigentlich auch nicht, also bei Menschen so, ich weiß nicht, wann ich zuletzt Antibiotikum genommen habe als Kind oder so. Also, dass man das so schnell gibt. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht die Tierärztin, deswegen hätte ich es schon gemacht, so, wenn er gesagt hätte, das ist nötig. Aber braucht er nicht. Und es geht ihm auch wirklich wesentlich besser, also yay. Wir sind wieder zurück und werden jetzt Marmelade machen. Das hatte ich mir vorgenommen, weil ich ein paar Gläschen selbstgemachte Marmelade zu Weihnachten verschenken wollte. Ich wollte so kleine Sets machen zu Tee und so. Und zwar wird das Birnen-Feigen-Marmelade. Das ist ein Thermomix-Rezept. Und zwar brauchen wir Birnen. Das sind 2 Kilo, die schäle ich gleich und dann werden die klein gemacht. Dann Feigen halt eigentlich frischer, aber wir haben jetzt keine gefunden. Deswegen nehmen wir einfach die Hälfte von dem, was eigentlich im Rezept steht, an getrockneten. Ich hoffe, das wird was. Gelierzucker 1 Kilo, 1/2 Teelöffel Zimt, eine ausgekratzte Stange Vanille und ein kleines bisschen, so ein Esslöffel oder so, Öl. Wir haben uns gerade spontan umentschieden und die getrockneten Feigen mit Apfel ersetzt. Also es wird jetzt Birnen-Apfel-Marmelade, weil die sind so fest. Ich weiß nicht, ob das vernünftig weich wird. So, jetzt kommt Zucker rein, Vanillemark, Zimt und noch 1 Teelöffel Kokosöl. Ich habe jetzt doch das genommen statt Rapsöl. Und jetzt kocht das für 1/4 Stunde ein. Ja, es sind 11 Gläschen draus geworden. Ich finde, es sieht so sweet aus. Oh mein Gott. Jetzt habe ich Lust, irgendwie noch mehr zu machen. Ich habe diese... Ja, ich dachte eigentlich, das wäre ein Stoffdeckchen. Aber sind es gar nicht, Papierdeckchen. Mit der Kordel zusammen in einem Set bestellt. Kann ich euch gerne mal verlinken. Da gibt es aber auch 1000 verschiedene Motive von. Erst war ich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht Stoffdeckchen waren, aber... Dann wiederum kann man hier halt super nochmal irgendwas Persönliches draufschreiben. Also hat es auch seine Vorteile und es sieht wirklich niedlich aus, oder? Ich finde es sehr, sehr cool. Morgen werden dann auch schon ein paar davon verschenkt, weil wir auf einem Geburtstag eingeladen sind und da zum letzten Mal ein paar Leute noch sehen vor Weihnachten. Es ist auch, wie man gerade sieht, der nächste Morgen. Die Marmelade musste noch abkühlen. Und für uns geht es gleich zum Friseur. Ich freue mich, meine Haare kommen ab. Die Spitzen sind auch echt im Arsch, also wird das bestimmt gut tun. Und wir sehen uns dann, mal schauen wann wieder. Stellt sehr gerne noch ein paar Fragen unter dem Vlog für das Q&A. Das filmen wir dann vor und freuen uns schon auf das nächste Video. Habt ein schönes Wochenende.